Hallo Sondergrid, mein Name ist Claudio Schiesel und dein Name ist? August-Peter Zürk. Heute geht es um das Thema Königsbesuch. In Graz war nämlich das niederländische Königspaar, König Wilhelm Alexander von den Niederlanden und seine Frau, Königin Maxima, sind heute eben nach Graz gekommen und haben einerseits die AVL List im Bezirk Lent besucht, andererseits dem Grazer Rathaus einen Besuch abgestattet und zuletzt waren sie noch auf der Grazer Murinsel und haben sich dort das Grazer Radmobilitätsthema erklären lassen. Peter, du warst beim Besuch im Bürgermeisteramt dabei, also im Rathaus. Erzähl mal kurz von deinen Eindrücken. Ja, also ich muss sagen, es war eigentlich von der Grazer Magistrats Organisation, glaube ich, sehr schön hergerichtet. Dr. Marzelle und Dr. Wehab haben eigentlich persönlich geschaut, dass die Dinge entsprechend vorbereitet sind und sehr würdig im Stadtsenatssaal. In weiterer Folge ist ja das Königspaar vorgefahren und muss sagen, es war am Hauptplatz eigentlich auch eine nicht unerheblich, trotz der Arbeitszeit eigentlich, ne? Wir haben ja einen Arbeitstag, waren eigentlich durchaus einige Leute und die haben sich auch sehr gefreut. Eine sehr interessante Facette ist eigentlich die, dass der letzte wahrliche Staatsbesuch in der Steiermark 1969, der Besuch von Königin Elisabeth, Queen Elisabeth in dem Fall, in Graz war. Königin Elisabeth, die erste von Großbritannien. Richtig, ja. Die damals mit einer Firmot in Graz-Dahlhof gelandet ist und über die damals noch etwas rudimentär ausgebaute Dresdnerstraße quasi nach Norden gefahren ist und wie ich ganz klein war, also da war ich wirklich, aber aus irgendeinem Grund konnte ich mich noch erinnern. Ja, meine Mutter auch und die ist nicht viel älter als du. Also. So. Und es war auf jeden Fall damals auch ein sehr großes Hallo. Die Leute haben sich eigentlich gefreut. Was ich vielleicht nur sagen kann ist, wie eigentlich Botschaftsvertretung und Bundespräsident Van der Bellen mit Ehefrau, dann auch natürlich allen voran die Bürgermeisterin Elke K., dann das, wie gesagt, entsprechende Königspaar, Vizebürgermeisterin, alles gekommen ist, muss man wirklich etwas sagen. Die Bürgermeisterin hat die Gelegenheit genutzt, einfach die Leute sehr persönlich zu begrüßen. Und hat auch einen kleinen geschichtlichen Bogen geschlagen, nämlich zur Historie des Grazer Rathauses. Das jetzige ist ja nicht besonders alt, sondern das wurde ja quasi abgerissen, neu gebaut, umgebaut und so weiter. Und das Interessante ist, die große Baumaßnahme vor ca. 200 Jahren hat 150.000 Gulden gekostet. Und Gulden ist natürlich quasi zum ein sehr interessanter Kontext zum holländischen Königspaar und der König hat dann gesagt, puh, da ist dann ordentlich quasi investiert worden. Es war eigentlich, man muss sagen, sehr freundlich, also man hat eigentlich den Eindruck gehabt, die Königin und seine Gattin sind eigentlich sehr, ich muss sagen, sehr freundliche Menschen. Und der Wortwechsel war eigentlich sehr freundlich. Der Ton, muss ich sagen, war nicht besonders. Sie haben sehr leise gesprochen und ich habe auch damit ihr wisst, wegen dem Ton, auch die anderen vom ORF angefangen, die haben alle mit dem Ton ernstes Problem gehabt. Ja, das sind die Leute auch verkehrt zur Kamera gestanden. Und dann hat die Bürgermeisterin ersucht um entsprechende Eintragung in das Buch der Stadt Graz und ihr seht dann auch, dass das ja auch entsprechend dann stattgefunden hat und wie gesagt, ich kann es nur so zusammenfassen, es war eine sehr umgängliche, unkomplizierte und von Freundlichkeit geprägte, ich sag's mal so, eine Abhandlung, ne? Ich habe inzwischen nachgerechnet, wie viel hast du gesagt? 150.000 Gulden? Ja. Das waren, der Gulden ist, glaube ich, im Verhältnis 2 zu 1 zur Krone. Also vom Kaufkraft her, ich habe da mit einem Historiker gesprochen, ne? Also man hat durchaus
Also man würde heute wahrscheinlich durchaus, also alle Quoten natürlich, weil die Arbeitskraft natürlich teurer ist, wahrscheinlich durchaus im Bereich um die 40 Millionen Euro hinlegen müssen. Ist richtig, weil ich habe jetzt gerade gerechnet gehabt, 75.000 Kronen. 75.000 Kronen wären ca. 375.000 Euro. Das kann halt gerade nicht ausgehen. Das sind so 1:1 Rechnungen, die... Wobei man muss etwas sagen. Zur damaligen Zeit war die Arbeitskraft ja durchaus wesentlich preiswerter. Richtig, ja. Das heißt, die Grazer Bürger und auch die Landstände haben da durchaus ordentlich in die Kasse gegriffen. Und ich muss etwas sagen, das, was sich auch da bei den letzten Sanierungen, war ich kurz einmal dabei, die Dinge, das Grazer Rathaus ist durchaus recht solide gebaut. Und ja, also wie gesagt, es war eine sehr interessante Möglichkeit, diese beiden, muss ich sagen, ja ziemlich hofierten Personen aus dieser Nähe sehen zu können und auch, wie sie, wie heißt so schön, durchaus als sehr bodenständige Personen sind. Und ich habe danach auch mit Medienleuten aus Holland gesprochen, die sie begleitet haben. Und die haben gesagt, na, die kann man dann auch in Holland durchaus auf der Straße und wo immer treffen. Ne? Sie sind, also wie heißt so schön, nicht in irgendeiner Form eine, Teil eines Paralleluniversums. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Königsfamilien. Das ist die Königsfamilien der Benelux-Staaten und auch der nordischen Königreiche, also Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Jetzt habe ich alle 6. Die gelten eher als, ich sage einmal, angreifbare Personen. Die findet man auf der Straße, mit denen kann man nicht nur Golf spielen in elitären Clubs, sondern die findet man ganz normal auf irgendwelchen Skipisten in Tirol. Genauso wie, dass die halt einmal einkaufen gehen in Amsterdam in einer größeren Shopping-Mall oder so. Also natürlich, da ist immer ein gewisses Entourage dabei, was sich um die bildet, aber das ist nicht so abgehoben, wie man das anderswo kennt. Oder eher bürgerliche Königsfamilien, kann man sagen. Wobei, etwas muss man vielleicht auch noch sagen, die gesamte Vorbereitung ist ja in dem Bereich vor allem in den Händen des Bundeskanzleramtes gelegen, vor allem auch der Presseabteilung. Ja. Und da muss ich etwas sagen, die haben außerordentlich fit, freundlich, unterstützend in jeglicher Form eigentlich agiert. Und das ist mir anliegend, das auch zu erwähnen. Ja, absolut. Und auch nochmal danke, wenn das jemand vom Bundeskanzleramt und vom Bundespressedienst insbesondere sich anschaut. Unser Dank gilt hier insbesondere den Personen, die für die Akkreditierungen zuständig sind. Die sind immer bemüht, die sind immer freundlich. Du kannst um 8 Uhr in der Früh am Montag anrufen. Da gibt es kein Mu, kein Me oder irgendwas. Bitteschön, was können wir tun für Sie? Also das haben wir 2018 schon erlebt beim EU-Ratsvorsitz und das ist jetzt wieder so. Also auch nach auch Corona hat diese Personen ehrlicherweise, wie soll ich jetzt sagen, nicht unbedingt aus der Ruhe gebracht. Eines vielleicht auch noch anzumerken ist, ich glaube, das war heute eine sehr schöne Gelegenheit für den noch immer Landeshauptmann, Hermann Schützenhöfer. Das ist richtig, ja. Und ich muss sagen, ist, glaube ich, schon auch für den Landeshauptmann eine sehr schöne Abrundung. Eigentlich, er konnte ja, oder er hat ja ziemlich pünktlich übrigens, war die ÖBB, was ich gehört habe. Ja. Wirklich. Warum eigentlich geht's? Nicht? Also manches Mal, meistens funktioniert es ja nicht ganz so. Auf jeden Fall muss sagen, ich glaube, das war auch ein sehr gelungen. Der Empfang am Hauptbahnhof und danach auch der Besuch bei der AVL, ne? Und wo ja nicht nur die AVL im Mittelpunkt stand, sondern vom industriellen Präsidenten Knill und viele andere Personen, die sich dort eigentlich eingefunden haben. Und beispielsweise, was ich gehört habe, Batterietechnologie, du warst ja vor Ort. Ne? Genau, ich war vor Ort. Also da war Rosenthal vertreten, namentlich ja. Unternehmen, was dem Chef der Industriellen Vereinigung, dem Herrn Präsidenten Georg Knill gehört oder zu seiner Gruppe gehört. Es war NXP, Semiconductors, Chip-Hersteller vertreten, eben AVL. Es ging im Wesentlichen natürlich um das Thema Elektromobilität, Nachhaltigkeit,
logischerweise in dieser Verbindung und autonomes Fahren bzw. Digitalisierung von den Fahrzeugen. Da hat sich auch der König der Niederlande einige Male in diverse Gespräche verwickeln lassen, bewusst, hat auch gerne darüber geredet. Also ein bodenständiges Interesse, ne? Hat ein bodenständiges Interesse gezeigt. Da waren auch sogar eine Studienkollegin von mir dabei unter den ausgewählten Mitarbeitern, die mit dem Königspaar reden durften. Also es war sehr witzig, sich anzuschauen, weil ja, die, erstens mal aus der persönlichen Perspektive, die Leute werden auch älter oder erwachsener, wie du gesagt hast zuletzt. Und das andere ist natürlich einfach zu sehen, dass da zwei Leute, die selbstverständlich hofiert werden, diplomatische Bedeutung haben, ne? Bedeutung haben, bzw. Bei Einhaltung der entsprechenden diplomatischen Enquete, das wollte ich sagen. Aber es geht schon darum, diese Leute sind, so blöd es jetzt klingt, und da lege ich jetzt bewusst die Hand auf deine Schulter, zum Angreifen da. Das sind nicht irgendwelche Personen, die man da durchreicht, die von Station zu Station gebracht werden, aber Sicherheitsabstand 15 Meter, sondern da kommst du schon näher ran. Natürlich, wir von der Presse, wir sind alle an der Kordel getrennt gewesen. Die Niederländer, die hatten einmal das ein oder andere Mal die Möglichkeit, davor zu gehen, die Kollegen. Aber ja, das war eigentlich ganz normal. Also so wie jeder andere, sage ich mal, Firmenbesuch. Und ich glaube, wir beide waren doch schon bei ein paar solchen Veranstaltungen. Und man muss schon sagen, da ist der Herr Landeshauptmann dabei gewesen, da war die Frau Ministerin Gewessler, der Minister Kocher dabei, Georg Kniel und der alte Professor List von der AFL List selber, nur mal die fünf Wichtigeren zu sagen. Der ja noch, und ich muss sagen, ich glaube, da ist ein besonderes Freundschaftsverhältnis, der noch am kommenden Sonntag eine besondere Ehrung bekommt, falls ich am letzten Arbeitstag, zwar Sonntag, nicht, aber Landeshauptmann hat nur Arbeitstage. Richtig. Und übrigens, wo wir uns erlauben werden, auch noch ein bisschen extra zu berichten. Aber ich glaube, ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt ziemlich das ist richtig, den ja. Bogen. Wir haben den Bogen zusammengefasst. Ja, Bundespräsidenten plus Gattin habe ich vergessen zu erwähnen. Sollte man da Höflichkeit und der Form halber noch tun. Also da war wirklich das Who is Who da. Und natürlich, solche Staatsbesuche haben auch einen wirtschaftspolitischen Hintergrund. Da sind wir uns beide, glaube ich, ziemlich einig. Also es ging hier schon um einerseits um die Steiermark als Mobilitätscluster zu präsentieren und andererseits um auch sozusagen den Bereich Innovation hier entsprechend besser zu zeigen. Ja, ich sag's mal so. Oder zu unterstreichen. Dass in der Steiermark, glaube ich, durchaus kreative, schlaue und fleißige Leute sind. Ich glaube, das kann man ja durchaus sagen. Nicht? Und ich glaube, das ist heute rübergekommen. Ja, das sehe ich auch so. Gut, dann möchten wir uns mit diesen Bildern verabschieden von der Abfahrt. Da habe ich auch noch kurz einmal drehen können. Und bis bald. See you on the grid. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!